Meine Damen und Herren, hier ist euer Nizar und das ist wieder eine neue Folge vom Witze-Mix. Boom! Unterhalten sich zwei Typen. Sagt der eine zum anderen, bist du verheiratet? Sagt der andere, ja. Sagt der eine, Mann, da musst du echt glücklich sein. Sagt der andere, ja, muss ich. Ein Marsmensch betritt eine Kneipe und sagt, hör mal, ich hätte gerne ein Bier. Sagt der Barkeeper, das macht 10 Euro. Nachdem er den Marsmenschen ein bisschen beobachtet, sagt er zu ihm, wissen Sie, ich habe noch nie einen Marsmenschen gesehen. Sagt der Marsmensch, ja, kein Wunder bei den Preisen. Ein Russe, ein Deutscher und ein Türke. Ja? Unternehmen eine Spritztour. Ja? Irgendwann bleibt ihr Auto stehen, weil denen ist der Sprit ausgegangen. Weit und breit keine Tankstelle. Die wussten aber noch, dass sie gerade an einem Bauernhof vorbeigekommen sind. Ja? Steigen die alle drei aus, gehen zum Bauernhof, klopfen. Der Bauer macht auf und dann fragen sie ihn, entschuldigen Sie, unser Auto ist ausgefallen. Meinen Sie, wir brauchen eine Übernachtungsmöglichkeit, wir können bei Ihnen übernachten. Sagt der Bauer, ja, ich habe aber nur ein Bett frei, zwei müssen im Schweinestall übernachten. Ne? Ich habe in der Wohnung nur ein Bett frei. Sagt der Deutsche, ja, ich will mir erstmal den Schweinestall anschauen. Er geht rein, übergibt sich, kommt zurück, klopft an die Tür. Der Bauer macht auf und sagt, boah, da stinkt's ja bestialisch, da kann ich auf gar keinen Fall rein. Ne? Sagt der Russe als nächstes, ja, ich gucke mir das jetzt auch mal an. Ne? Er geht hin, geht zum Schweinestall, ist entsetzt, was für ein Gestank dort herrscht, kommt zurück, klopft, Bauer macht die Tür auf, sagt er, ey, da stinkt das so übertrieben, ich kann da nicht übernachten. Als nächstes geht der Türke hin und sagt, ich guck mir das an. 15 Minuten später klopft es wieder an der Tür, der Bauer macht auf, steht das Schwein da und sagt, boah, da drin stinkt's. Drei Fledermäuse hängen an einem Ast. Zwei mit dem Kopf nach unten, einer mit dem Kopf nach oben. Von den zwei, die unten hängen, sagt auf einmal der eine zum anderen, guck mal, Herbert, der ist wieder ohnmächtig. Sagt der Arzt zum Patient, ich habe mir ihre Frau angeguckt, die gefällt mir gar nicht. Sagt der Patient, wenn ich ehrlich bin, der Doktor, gefällt die mir auch nicht. Wo lebten Hitlers Fische? Im dritten Teich. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt, ja, dass ihr zugeschaut habt. Ihr ehrt mich damit. Ich hoffe, ich konnte euch wieder eine Freude bereiten. Schickt mir weiterhin eure Witze. Ja, es macht unfassbar Spaß, diese Witze zu performen. Alles auf meine Facebook-Seite. Wie gesagt, abonniert. Hier unten auf die Glocke drücken, abonnieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder.